Ja, moin, willkommen zurück zu Gloomwood. Wir sind immer noch in der Fischerei unterwegs. Und ich sammle diese Flasche jetzt hier mal ein, weil wir Flaschen brauchen und diese auch. Wir haben uns ja fast überall nicht blicken lassen. Ich würde sagen blicken lassen, aber nee. Wir sind überall, fast überall gewesen, glaube ich, in der Fischerei. Außer in diesem... Beziehungsweise, das heißt außer. Ich will aber noch in dieses eine Haus, wo die beiden Dudes sich gegenüberstehen. Das ist aber sehr schwer. Ich habe das eben schon mal versucht. Natürlich schief gegangen. Hier nämlich. What the fuck? Auf dem Dach. Also, irgendwie dieser wie die Leute, also wie die uns entdecken, ist echt ein bisschen krank. Ich versuch's jetzt nochmal hier. Ich habe das Spiel ein bisschen heller gemacht. So, die beiden. Schnell. Do my eyes deceive me? Appears to have been... Okay, okay. Das haben wir noch nie geschafft. Okay. Denn irgendwie ein Schlüssel oder so? Nee. Okay, jetzt können wir ihn wegmachen. Yes. Oh. Damn. Mei, oh mei, oh mei. Okay. Frame Drops sind immer noch am Start. Das ist das Spiel. Das bin nicht ich. Kann ich leider nichts für. Haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Okay, wir können ja aber nirgendwo rein, ja. Also war das gerade sinnlos. Kein Schlüssel oder so. Hierfür. Na gut. Ist hier irgendwo ein Schalter? Sehe nichts. Gut, dann gehen wir weiter. Weiter. Über die Brücke da. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie XP bekommt oder so. Also... Muni, hello. Müssen wir ja... Ist ja auch nicht jeden töten oder so. Und inwieweit irgendwie man Ausrüstung findet und so in geheimen Plätzen, weiß ich halt auch nicht. Ist hier was hinter dem Wasserfall? Nein! Okay. Dann über die Brücke. Okay. So. Das ist echt ekelhaft mit meinem Licht, was mich anstrahlt, ey. Komm ich hier hoch? Ja. War die ganze Zeit gecrouched. Part to holster your weapon. Holstering allows you to move faster. Ah! Oh, okay. To caves. Nee. Ach, okay. Hier können wir eh nicht hoch. Zu Höhlen möchte ich sowieso nicht. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Oh! Okay. Ich hoffe, der bleibt da so stehen.
können wir denn nämlich von hinten abstechen. Ah, hier kann man doch zu den Caves anscheinend. Ne, wir können nicht hier, wir können hier nicht rein. Oh, doch. Okay. Weird. Guter Platz für einen Schlüssel. Ah, du wärmst dich schön? Schlitz. Bitteschön. Bist du noch wärmer? Nicht wirklich, aber egal. Oh, eine Pistole! Hell yeah! Ah, man kann gucken, wie viel Ammo man hat. Geil. Okay. Bam! Gespeichert! Ausmachen. So, was haben wir im Inventar? Mhm. Unload. Drop. Drop. So. Examine. Somewhat moldy. Moldy Apple. Mhm. Jetzt, oh, da geht's noch runter. Zwei Flaschen behalten wir mal. Wer weiß, wofür die noch gut sind. Nein. Hier haben wir noch ne, hier haben wir ein Heal. Geil. Okay. What the fuck? Brunnen? Der runter geht? Will ich da runter? Eigentlich schon, ne? What the fuck? Okay, was ist das? Raw Gem. Small uncut gem, somewhat valuable. Okay. Also ein Edelstein. Was ist das? Ah, hier geht's wahrscheinlich zu den... Oder, ja, zu den Caves. Und das ist vielleicht eine Abkürzung. Noch Geld. Wenn wir es von der anderen Seite öffnen oder so. Setz ich. Hallo? Oh, ist schon ultra langsam unterwegs. So, jetzt gibt es da zwei Wege. Wir können da nochmal das Seil hoch und dann anscheinend in die Höhlen. Was auch immer dann da in den Höhlen ist. Oder bei den beiden Jungs da vorbei, wo das, da ist noch ein Explosivfass. Wisst ihr was? Ich will das jetzt mal hier ausprobieren. Ihr Lappen! Bam! Nice. Okay. Oh, was ist das? Oh! Ach, das ist ein Arm. Der ist hier hingeflogen. Geil. Okay, hier geht's gar nicht weiter, so wirklich. Ja gut, dann müssen wir halt anscheinend hier in die Caves. Und das war gerade, war sinnlos, dass ich die jetzt gekillt habe. Eine Muni verschwendet. Naja, man kann es ja nicht wissen. Hoch. Ups. Kletter, mein Junge. Was haben wir hier oben? Weights. Mining Co. Okay. Das... Okay. Da kommen wir her. Ja, okay. Bin mal gespannt, ob es hier auch irgendwie einen Bogen gibt. Alter, ich sehe halt nichts. Ach, das... Ah, weil es eine Level-Transition ist. Croups Fishery. Ja, ja. Ob es hier auch so Bögen gibt mit speziellen Pfeilen oder sowas. Gab es ja, glaube ich, in Thief damals. Was haben wir denn hier? Okay. Da konnte man halt, ne, irgendwie einen Seilbogen, glaube ich, benutzen zum Beispiel, um irgendwo hochzukommen. Oder, ich glaube auch, Seilpfeile meine ich, oder ich glaube auch Graspfeile.
Oder ich glaube, es gab irgendein Tool, mit dem man ein Grasfeld oder sowas erschaffen konnte, irgendwo vor sich, um halt leiser zu sein. Gucken, ob es sowas hier auch gibt. Okay, die ist anscheinend elektrifiziert. Und hier ist ein Arm. Warum? Be wary of irgendwas. Hol mal unser Schwert raus. Okay. Hier gar nichts. Okay, Geld. Muni. Na, komm. Geld. Käse. Ah, okay. Geil. Das mit dem Inventar klappt auch nicht immer. Kann ich das essen? Jo. Wie sieht's denn mit unserem Status aus? Danger. Oh Gott. Caution. Fine, okay. Hier den Teller konnte man... Oh, nice, okay. Ich hätte halt gerne irgendwie eine Taschenlampe oder so. Man kriegt anscheinend noch eine Laterne irgendwann. Vielleicht hätten wir die schon haben können, ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich die übersehen. Ich hoffe es nicht. Okay. What the hell? Okay. Hier ist ein kleiner Mann. Mhm. Hier von da kommen, ja, von da kommen wir. Dogs are loose again. Oh ne, es sind Hunde irgendwie am rumlaufen. I certainly know how locks work and I assume you knows how locks work. So my guess is that Hobbs is the one who keeps leaving the kennels unlocked. Not a surprise really. I closed off the entrance to the kennels and electrified it because Hobbs was in charge of feeding them this week. So I assume they have not been fed and would be all too happy to gnaw on whatever face pokes into their new little subterranean dog paradise. If you need to get into the kennels, well, first pray, then you'll have to turn off the generator. I locked the generator room and left the key in the break room down the tunnel. I figure locking it should keep Hobbs from going in and relieving himself in the fuel tank or anything like that. Okay, hier ist der Generator und da machen wir halt die elektrifizierte Tür aus. Und hinter der Tür sind halt die Hunde. Und Hobbs, die reden immer von einem Hobbs, der ist anscheinend ein bisschen dämlich. Der pinkelt auch in den Tank irgendwie. Ja. Schließt ja anscheinend nie Türen ab und so. Und deswegen sind die Dogs, die Hunde, am rumlaufen. Ah, speichern, danke. Yes. Schlüssel. Hier ist nichts drin, okay. Nochmal speichern. Ich würde gerne die Laterne mitnehmen, geht aber nicht, okay. Also wir können jetzt da weitergehen oder wir gehen zurück. Ah, hier ist noch eine Tür. Boah, das ist so viel Text immer. You apparently cannot summon the modicum of effort required to open this door and haul whatever junk you're carrying through it. But perhaps you might coax the lump of boar fat you call a brain into comprehending that leaving said junk in front of said door blocks it from opening. Okay, irgendwer hat irgendwas in die vor die Tür gestellt. Which means that nobody can get to the main elevator without going through the kennels. Where in another wonderful display of door proficiency, some other troglodyte keeps leaving the cages unlocked and allowing the dogs to roam around very free and very hungry.
Since you feel comfortable sentencing the rest of us to wander with those dogs, consider this a warning. If this happens again, and if I find out who's responsible, they spend the night themselves locked in the kennels. I guarantee it's easier to haul a box through the doorway than it is to hide from a ravenous hound. Ja, irgendwer stellt hier, ja, Kisten vor die Tür, deswegen kann man nicht durch und muss durch die Kennels. Ich weiß nicht, was Kennels übersetzt heißt, aber in den Kennels sind die Hunde. Und da müssen wir jetzt durch. Fuck. Natürlich müssen wir da jetzt durch. Wie sollte es auch anders sein? So. Hier ist der Generator. Puff. Und alles ist dunkel. Geil. Ich sehe halt wieder gar nichts. Da, darunter kommt man nur auf die Seite. Okay, ich glaube, die Hunde sind ausgebrochen. Ja. Da war was. Oh mein Gott. Okay. Ist hier noch was? Nein. Lanterns. Oh. Yes. Oh, danke, ey, Mann. Endlich sieht man mal was. Es, anscheinend hat man kein, kein Öl oder so, also die geht niemals aus. Okay. Kann ich hier hoch? Ah, hier geht's aber nicht weiter. Da hinten war noch ein Hund. Da. Nee. Ich hab doch da eben schon einen gesehen. Oh ja, hier sind die Käfige. Da will ich nicht runterfallen. Hab nix. Ja, nee. Kein Hund mehr? Hm? Geben einen Sound von sich, alle. Oh, da ist ein Kopf. Zwei Köpfe. Ah ja. Lecker. Da höre ich jemanden. Ja, da ist ein Hund. Boah, die sind aber hässlich, ey. Schlitz! Jawohl! Okay. Ist das voll? Empty. Ja, behalten wir mal. Um Leute abzulenken. Oh nein! Sehe Augen. Okay. Kurz Licht angemacht, weil ich nicht gesehen habe, wo er ist. Da ist noch einer. Zum Notfall. Im Notfall haben wir ja auch noch eine Waffe. Okay, hier oben ist anscheinend auch noch einer. Ich höre hier jemanden. Also ein Doggo. Ah, der pennt.
Hatten die anderen auch so eine, so Finnen auf dem Rücken? Ist das die Abkürzung? Nee. Oh, what the fuck? Ich dachte, das ist vielleicht die Abkürzung in, zu dieser kleinen Hütte da oder so. Scheint nicht so. Wir haben den Schlüssel nicht. Oh Gott, nee. Wir gehen hier rum. Auf Nummer sicher gehen. Jetzt wieder schleichen. Da ist nämlich einer. Bam. Okay, ist das der Schlüssel? Na, die Schlüssel sind hier. Mein Storage Key. Hoffe. Gehen wir mal hin. Yes. Oh. Money. So, was ist... Ich würde gerne quicksaven und die, das hier kaputt machen. Vielleicht, ne? Geht hier... Geht das auf oder so? Damn. Ich glaube, ich gehe einmal kurz zurück und speichere. Weil ich habe keine Lust, das hier nochmal zu machen. Wir sind ja alle Doggos tot. So. Leider ein ziemlich langer Weg. Gut. Geht aber, ne? Verhältnismäßig. War das... Nee. Nein, hier war falsch. Ich bin lost. Ne, hier ist richtig, oder? Ja, okay. Gut. Ich würde sagen... Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. War es mit Gloomwood für heute. Es geht dann weiter in die Minen. Hoffentlich sehen wir keine Doggos mehr. Ja. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.